Hallo, willkommen zum Tagebuch des Erwachens. Heute ist mein Gast, der liebe Matthias. Hi, Matthias. Hi. Schön, dass du hier bist und dass wir uns verbunden haben. Wir kennen uns ja schon ewig gefühlt, oder? Es sind schon ein paar Jahre, oder? Ja, Es war auch genau. viel in den Jahren. Möchten wir dir mal unseren lieben Zuschauern erzählen, wie wir beiden überhaupt uns kennengelernt haben? Oh, Moment. Wie lange ist das hier? 8 Jahre? 9 Jahre? Ja, ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Jahre, könnte das schon mittlerweile her sein. Ne? Wir haben uns beide bei Facebook halt auch kennengelernt, über die sozialen Medien. Wir sind beide Producer und DJs und arbeiten viel mit Musik, elektronische Musik, in allen Arten und Sparten. Und ja, so haben wir beiden uns kennengelernt. Ne? Haben wir mal was zusammen gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir zusammen mal gespielt haben. Das weiß ich nicht. Aber wir waren auf jeden Fall, also bei Reykjavik Underground, Genau, das waren wir auf jeden Fall wie soll man das sagen, im Stab. Ja, wir genau, haben waren dann viel Arbeitskollegen, im ne? Hintergrund gearbeitet und die Podcasts zusammengestellt. Ich habe die geschnitten und gemastert, habe Ach, auch du welche beigesteuert. Ja, warst. Ja, wunderbar. ja. Genau, und so Und haben wir uns halt den Kontakt bekommen. Und ja, wir sind beide sozusagen in einem Aufwachprozess, wie so viele derzeit. Und das hat uns beide da dann noch mehr Gesprächsstoff geliefert, außer die oh Musik, die ja. ja auch ein großer Teil ist der Heilung, ne? Und der Selbstfindung. Ne? Musik ist immer der Zauberschlüssel. Ne? Also, Ja, aber aber trotzdem, Musik geht ja halt nicht hierhin, Musik geht hierhin. genau. Ne? Musik berührt Dinge, die kein Wort, mit dem wir nicht, was wir nicht mit unseren Worten ausdrücken können. Ne? Ganz genau. Genau. So, wir haben heute ein wunderbares Thema, ein sehr tiefes Thema uns ausgesucht und ein sehr wichtiges Thema. Und zwar geht es um die Traumatisierung, was natürlich ein wichtiges Thema ist, wenn man auf dem Weg des Erwachens ist, der Selbstheilung, der Selbstfindung, der Selbstermächtigung. Ne? Das ist natürlich ein Thema, wo keiner drum herum kommt, und zwar in diesen sogenannten Schattenkeller zu gehen und da mal aufzuräumen, zu schauen, was ist denn da los, wo kommen diese Dinge her? Und dann landen wir bei dem Thema Traumatisierung, oder? Genau. Und da wollte ich dich gerne mal fragen. Wir haben ja vorab schon gesprochen und mir ist einfach aufgefallen, was für ein wundervoller, tiefer Mensch du bist und wie wunderschön du das auch immer ausdrücken kannst. Und das war so wertvoll, dass ich mir gedacht habe, das müssen wir mal aufzeichnen. Also ich würde dich gerne mal fragen, wie hast du deine eigenen Traumatisierungen, sagen wir mal, entdeckt oder freigelegt oder erkannt? Das ist ja auch mal interessant, ne? So, ich muss sagen, so ab 2020 ungefähr ist mein Erwachensweg, also der Weg zu mir selbst, in eine Art Turbo gegangen, sowieso, weil die Zeitqualität, das beschleunigt sich ja immer mehr. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich immer wieder vor dieselben Wände renne. Das heißt, dass ich mich immer wieder um dieselben Themen kreise und da scheinbar nichts von dem, was in den spirituellen Angeboten so angeboten wird, zu helfen scheint. Ja, und ich hatte vor einem halben Jahr etwa eine tiefe, tiefe Krise. Und ich habe mich in dieser Krise dann irgendwann so dermaßen reinfallen lassen und dass ich nur noch an Gott flehen konnte, was immer das jetzt ist, hilf mir da wieder rauszufinden. Und ein paar Tage später war ich unterwegs, eigentlich um den Kühlschrank zu kaufen, und bin so an einem Buchladen vorbei und das hat mich in diesen Buchladen so richtig reingezogen. Und zu einem ganz bestimmten Buch. Magisch, ja. Ja, Diese Zufälle, ne? Die es ja eigentlich nicht gibt, ne? das war kein Zufall. Nein, nein. Ja, man kann dem immer nachgeben oder auch nicht. Aber das war so stark. Ich konnte dem nicht widerstehen. Und
Jedenfalls bin ich so ziemlich zielgerichtet in diesen Laden gelaufen, auf dieses Buch zu. Ich habe es erst eine Weile gesucht in dem Regal. Ich hatte den Autor, es ist ein Dr. Gabor Maté. Okay. Die ganze Zeit im Kopf, dieser Name ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, bis ich den gefunden hatte. Und dieses Buch beschäftigt sich halt damit, was eigentlich eine Traumatisierung ist und was sie bewirkt. Also ich hatte es ja schon erfahren, wie das wirkt. Dass man sich immer wieder um dieselben Themen kreist, ohne scheinbar Ausweg zu haben und zu finden. Und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen. Und ich habe bitterlich geweint. Ja, ich habe mich so verstanden gefühlt. Ja. Ja, weil ich möchte an der Stelle mal definieren, was ein Trauma ist. Genau, das wollte ich dich nämlich auch gefragt haben. Ja. Wie würdest du es definieren, ne? Weil Also ein Trauma ist eine, ich will nicht sagen Fehlfunktion, eine fast Fehlfunktion des Nervensystems. Wir haben ja zwei grundsätzliche Nervensysteme. Das eine ist für Aktivität und Kampf, Flucht und so weiter zuständig. Und das andere Nervensystem, das der andere Teil, ist zuständig für Entspannung, Erholung, Regeneration. Und normalerweise, der natürliche Modus ist, dass das hin und her schaltet, wie es gebraucht wird. So. Bei einem Trauma ist dieses Hin- und Herschalten gestört. Also das Nervensystem verharrt praktisch in diesem aktivierten Zustand und kann sehr schlecht oder gar nicht in Entspannung schalten. Und ich muss dazu sagen, das ist keine seelische Sache. Das ist zutiefst körperlich. Genau. Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das kommt jetzt auch erst so, was ich so mitbekomme in der letzten Zeit, immer mehr ans Licht. Oder das wird mehr trendig oder man redet mehr davon, dass wir auch ein Gut so. Körperbewusstsein haben. Und dass genau, wie du sagst, da drin unsere ganzen Traumata gespeichert sind. Ja? Und da gibt, ich weiß gar nicht, weißt du es vielleicht, da gibt es jetzt eine Methode, da haben sie festgestellt, dass die Tiere sich direkt von ihren Traumata, also sagen wir mal irgendwie so ein Gazelle, die dann angegriffen wird, gejagt wird, also als Beute gejagt wird, ist ja auch ein Trauma, sie entkommt. Und dann fangen die Tiere an, sich zu schütteln. Also die schütteln sich, das hast du vorhin schon gehört. Ich Ne, praktiziere. die schütteln sich das sofort aus dem Körper heraus. Also die arbeiten ihr Traumata Genau. raus. Für mich, wenn du mich fragst, ich sehe das immer aus energetischer, ganzheitlicher Sicht. Natürlich ist ein Traumata gestockte Energie. Da ist Ja, etwas das ist ganz richtig. passiert und dann hast du wie so ein Standbild von diesem Moment und dann ist es energetisch festgesetzt. Ja? So, und wenn man das natürlich nicht wahrnimmt, dass man in dem Moment ein Traumata erlebt hat. Und Traumata zu erleben, oder was ist ein Traumata generell? Ja, das ist ein Riesenspektrum für jeden Menschen verschieden. Ja? Also für manche Menschen sind Dinge ein Riesentraumata und für andere wär es halt eben nicht ein Riesentraumata. Ne? Das liegt dann halt auch einfach an ja, wer man ist, an seine Persönlichkeit und diese ganzen Sachen. Und viel wird dann auch mal runtergespielt. Ach, mach doch da jetzt nicht so ein Ding drauf. Im Ja, Grunde und erleben wir man viele sieht es. Traumata. Und das ist Ja, das Ding, man sieht unbewusst, es den Leuten unbewusst. nicht an. Ja. Ne? Ja. Und das ist genau dieser Punkt, um wieder zurückzukommen, dass es in unserem Körperbewusstsein gespeichert ist, wir nicht wie die Tiere es direkt ausarbeiten und wir es dann mit uns herumtragen, ne? Bis wir es dann irgendwann mal mit der Hoffnung aus dem Körper wieder rausarbeiten, dieses Standbild, dieser Schockmoment wieder erlösen können aus dem Körper heraus, ne? Ja, ich finde, da können wir sehr viel lernen von den Tieren. Ich praktiziere auch dieses Schütteln oder dieses in Bewegung bringen. Genau. Ja, das ist eine sehr einfache Methode. Die hat nur einen kleinen Haken. Und das ist das Schwierige zu Anfang. Der darf nicht dabei sein. Na klar, ja. Ja, also Ja, das es geht ist dann immer so darum, einfach, ne? zu fühlen, was da ist, ob das jetzt ein traumatisches Erlebnis war von vor 5 Minuten oder vor 50 Jahren, das ist eigentlich egal.
Es ist ja trotzdem da. Genau, Und genau. indem wir das in Bewegung bringen und dabei fühlen, passiert auf körperlicher Ebene auf jeden Fall eines: die Stresshormone, die durch dieses Trauma ausgeschüttet werden, die werden in Bewegung umgesetzt. Dafür sind die da. Ja, Kampf- und Fluchtreaktion ist das eigentlich. Und die werden dadurch abgebaut. Und das Nervensystem wird in die Lage versetzt, wieder in diesen Entspannungsmodus zu schalten. Das heißt, sobald du dich wieder sicher fühlst, und das hat auch nichts mit dem objektiven Drumherum zu tun, sondern das Nervensystem, also das autonome Nervensystem, ja, das, oder vegetative Nervensystem. Ja, also alles hier, das Herznervensystem, das Bauchgehirn, diese Teile. Ja. Wenn die wieder die Einstufung machen, hey, es ist jetzt sicher, dann schalten die um in den Entspannungsmodus und dann ist Schlafen, müde sein, was weiß ich, angesagt, was der Körper gerade haben möchte. Ja, genau. Also ich glaube, es ist einfach auch das Problem unserer Zeit, dass wir eigentlich immer in Anspannung sind, ne? Also wir sind eigentlich ja ständig in Anspannung und das ist ein so unnatürlicher Zustand von unserem Körper. Ich glaube, das Erste wäre auch nach der Körperarbeit auch diesen Unterschied mal wieder zu spüren zwischen Anspannung und wirklicher Entspannung. Und auch das muss man erstmal wieder richtig lernen, ja, wirklich alles loszulassen, den Körper auch mal so durchgehen, also wirklich mal bewusst sich, weiß nicht, hinlegen und jede einzelne Region runtergehen, scannen, also seine Muskulatur anspannen und wieder entspannen. Anspannen. Und da merkt man Ja. nämlich, in diesem Prozess merkst du, wie angespannt du eigentlich teilweise bist, ne? Ja, Ja. wenn du dich mal so bewegst, wie du dich sonst nicht bewegst. Genau. Du merkst sofort die Muskeln, die sowieso verspannt und verkrampft sind. Genau. Ja, und dann Deswegen ist diese Energiearbeit, also die körperliche Arbeit, körperlich ist ganz wichtig bei Traumata. ja, Ja, weil das sehr ja wichtig. körperlich ist. Die Seele ist, die ist gesund dabei. Genau, also ich sag mal, wenn wir körperlich arbeiten, dann verlagern wir unsere Energie im System und dann kommen wir einfach auch an diesen, ja, stagnierten Energien, wo wir so in unserer Alltagsbewegung nicht drankommen. Also ist das auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel. Entspannung, richtig sich zu entspannen zu lernen und ja, Körperarbeit, ne? Wirklich sich auch wieder mit seinem Körper zu verbinden und zu erden. Viele sind gar nicht in ihrem Körper richtig geerdet und verbunden. Die haben diesen Körper irgendwie an sich dranhängen, aber die fühlen den Körper nicht, die Verbindung, die Signale, was der Körper gerade braucht, wann er wieder nach Entspannung ächzt, ne? Solche Dinge, das ist, glaube ich, schon so kleine Tools, die so viel bewegen und verändern könnten, um Trauma aus sich endlich raus zu entlassen, ne? Ja, auch dieses aus dem Körper entkoppelt sein, das ist schon eine Traumafolge. Das Ja, ist Moment, mach schon. mal kurz, Okay. Auch dieses nicht entspannen können, irgendwas ständig tun müssen. Also wenn man sich mal hinsetzt und sich entspannen will, geht sofort die Unruhe los. Und auch das ist ein Signal dafür, dass dort irgendwas traumatisiert ist. Ja, genau, ne, dass man einfach, ja, kann ich glaube, so viele Menschen haben auch schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht in Bewegung sind, wenn sie nicht arbeiten, wenn sie nichts leisten. Ja, wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft. Und Ja, ja, aber wir müssen da wirklich wieder in unsere Harmonie und in das Gleichgewicht zwischen Entspannung und Anspannung kommen. Und was ich aber auch kurz nochmal zum Thema Traumata sagen möchte, ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass wir alle eigentlich schon das erste Traumata haben in unserem Geburtsprozess. Bei den wenigsten läuft das glatt. Und tief in ja, wie soll ich sagen, auf unserer seelischen Ebene ist unser größtes Traumata, dass wir hier auf der Erde, in dieser Matrix geboren werden und alles vergessen müssen, woher wir eigentlich kommen. Das ist ein Riesentraumata, wo wir jetzt anfangen, uns wieder zu erinnern, dass wir Seele sind, dass wir hier ja, eine bestimmte Zeit sind. Aber ich glaube, unterbewusst, unsere Seele fühlt das.
Und das ist schon ein Riesentraumata bei vielen Menschen, wenn nicht allen Menschen. Ne? Diese Abgetrenntheit von dem, ja, von seiner Herkunft, von dem Einheitsbewusstsein, ja, nicht wissen, wer man eigentlich ist. Das Das ist, kommt. glaube ich, ein Riesentraumata. Ja, da habe ich viel zu sagen zu. Also erstmal, die Geburt ist auf jeden Fall traumatisch für beide, für die Mutter wie fürs Baby. Weil das ist Genau. ein schmerzhafter Prozess, denn das Baby war so angebunden an die Mutter, so buchstäblich umhüllt und geborgen und sicher. Und kommt dann da raus und es ist kalt und es ist die Anbindung ist weg. Also, das ist traumatisch. Das löst aber noch kein Trauma aus. Unser Nervensystem ist dafür gebaut, das zu verkraften, wenn danach die richtigen Bedingungen kommen. Also der Kontakt zur Mutter möglichst ununterbrochen. Die Wärme, die Nähe, gestillt werden, gehört alles dazu. Bei mir war das so, und das ist jetzt ein schwieriges Thema. Ich kam nach der Geburt 2 Wochen in Quarantäne Ja, okay. und habe diesen Da hast du Kontakt. ja auch schon einen ersten Ansatz für ein Trauma, ne? Was du da schon erlebt hast, ne? Ja, dieser Kontakt, diese Nähe hat gefehlt. Genau, ja. Ja, das ist ja ein großes Ding. Da kommt jetzt Umdenken, kommt ja langsam, eigentlich noch zu langsam, ne? Auch das zu frühe Abtrennen von der Nabelschnur, Hausgeburten, diese ganzen Thematiken kommen ja jetzt. Aber grundsätzlich läuft natürlich zum Thema Geburt und wie man danach mit dem Kind und Baby verfährt, so einiges noch schief. Ne? Was Letztendlich, war worauf mit ich dem? einfach auch hinaus will, dass genau da halt in unserer Kindheit, gerade in den ersten 3 Jahren, nehmen wir so viel auf, was uns formt, was uns traumatisiert. Und was uns prägt. So, und dann haben wir natürlich jetzt, als wenn man anfängt, an sich zu arbeiten, Bewusstseinsarbeit zu machen, die Chance, das Stück für Stück zu heilen, aufzuschlüssen, Frieden zu schließen, auch die Vergebung, auch ein wichtiges Thema, ne, zu vergeben, dass man da nicht mehr dran festhält. Also es ist ja eigentlich, Traumatisierung ist für mich halt einfach wirklich dieses Festhalten, dieses ja, stagnierte Bild von diesem Moment, was nicht Exakt, verarbeitet werden konnte. das ist es. Das ist es. Und Das ist es, genau. ja, das macht nicht unbedingt der Geist oder die Seele, sondern das ist wirklich richtig das Körperliche. Weil so ein kleines Kind, wie ich damals war, so ein kleiner Säugling, der hat ja hier diese ganzen kognitiven Fähigkeiten und Geist und so gar nicht entwickelt. Das kommt ja erst später. Das ist ja in den ersten 3 Jahren so. Mit einem Jahr kann man ungefähr sagen, da kommen sowas wie kognitive Fähigkeiten bei raus. Und weil das nicht entwickelt ist, gibt es nur das autonome Nervensystem. Und das reagiert halt instinktiv. Und das erwartet bestimmte Bedingungen, die es vorfinden möchte. Und wenn es diese Bedingungen nicht vorfindet, schaltet es automatisch. Das ist ein ganz normaler, natürlicher und eigentlich sinnvoller Prozess. In den Alarmmodus, Stress. Ja, genau. So. Und wenn dieses, ich war ja 2 Wochen in Quarantäne, und dann nur zum Füttern zur Mutter und dieses Hin und Her. Ja, die ersten paar Male, ich weiß nicht, wie es war, ich kann es mir vorstellen, dass es so war, habe ich mich dann noch entspannt. Irgendwann hat das Nervensystem gesagt, ja, es bringt doch nichts. Ja, wir bleiben in der Stressreaktion, wir machen zu. Das ist die einzige Reaktion, die dieser kleine Säugling kann. Der kann nicht kämpfen, der kann nicht flüchten. Und dann ist nur noch dritte Option, Shutdown. Zumachen. Und das ist dann am Ende die Grundlage für diese ganzen Phänomene, dass Leute so abgeschnitten sind von ihrem Körper, nur in ihrem Kopf sind. Genau. Ja, ich habe das gründlich erforscht, obwohl ich das nicht wollte. Ja, genau. Und mir war ja auch so wichtig, auch das mal das Thema Traumata und auch überhaupt, wie du sagst, das sich selber erforschen, seine Gefühle, seine Emotionalkörper zu erforschen, kennenzulernen, Kontakt aufzunehmen, das als Mann.
Das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, ne? Also ich glaube, das ist für euch Männer da auch nicht ganz so einfach, vielleicht wie für uns Frauen. Ne, für uns Frauen ist wir haben die offizielle Erlaubnis ja für Gefühle und Ja, ihr ja, dürft das so. ja. Und der Mann oder die Männer untereinander oder auch jetzt im Arbeitsleben, ne, also da wird ja kaum über die Gefühle gesprochen. Mann hat so funktioniert, er hat keine Gefühle, also wenig und Ja, doch, Trauma das Angst ewig. darf er haben. Zornig und wütend darf er sein. Ja, Das genau ist so, okay. solche Dinge, ne, Ja, und das. aber keine schwachen oder zarten Gefühle. So ist das. Das ist unmännlich. Das ist. Jetzt. Also wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Mit wem kannst du dich da austauschen? Und ja, wie hast du das alles für dich, wie hast du es mit dir ausgemacht? Ich kann mich fast nur mit Frauen darüber austauschen. Ich sage es, wie es ist. Ja. Ja. Also Männer habe ich in meinem Leben vielleicht zwei oder drei getroffen, mit denen das auch ging. Aber Ja. das waren dann irgendwie Situationen, wo wir beide unterwegs waren und jeder nach Hause musste und der eine da lang und der andere da lang. Ja. Ja, man sich dann doch wieder aus den Augen verliert. Aber hauptsächlich mit Frauen, weil unter Männern ist es so, dass Gefühle oder beziehungsweise über Gefühle reden eigentlich so verpönt ist. Ja. Ja. Ja, das muss sich unbedingt wandeln, ne? Weil der Mann hat natürlich genauso Gefühle. Und ja, wir können nur, sagen wir, so stark sein, wie sagt man das, nicht das Schlechte, das schwächste Bindeglied in unserer Gesellschaft. Und wir müssen uns alle zusammen helfen, dass wir jetzt alle in unser höchstes Potenzial kommen, in unsere Heilung kommen. Und da ist mir das halt auch unter den Männern so wichtig. Ich kann jetzt nur von meinen Familienthemen, Ahnenthemen sprechen, dass in meinem Familienkreis immer die Männer sehr früh leider verstorben sind, weil die Krebs hatten und all solche Dinge, also immer sehr früher als die Frauen, also durchschnittlich werden die Frauen ja älter als die Männer. Darüber habe ich mir natürlich ernsthafte mal Gedanken gemacht und bin auf den Entschluss gekommen, da wir ja ganzheitlich denken, dass es für mich eigentlich daran liegt, dass die Männer ihre Emotionen nicht richtig verarbeiten und nicht richtig lernen, damit umzugehen, beziehungsweise sie runterschlucken. Dann entsteht sowas wie Krebsarten, ja, Geschwüre und solche Dinge. Naja, es Das entsteht kann. erstmal Stress. Stress Ja. und Stresshormone und Stresshormone auf Dauer, die machen halt krank. Und ja, das wir Wie könnten mal hast du das später für dich? in einem anderen Podcast da mal ganz tief drin einsteigen, wie das Genau. eigentlich funktioniert. Aber die Kurzversion ist, jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, es gibt so einen Ansatz an der DNA, nennt sich Telomer, glaube ich, wird er ein Stück kürzer. Er Ja. wird aber auch ein Stück kürzer, wenn viel Stresshormone dabei sind. Dann geht dieser Prozess schneller. Das heißt, die DNA ist früher kaputt. Und Genau, ne? Die ganzen, die Männer, die ja dann auch total in der Arbeitswelt eingebunden, die waren ja eigentlich, also jetzt, wenn wir von früher sprechen, von meinem Opa und jetzt mein Vater, diese ganze Generation, teilweise kriegstraumatisiert auch noch, ne? Das liegt auch in unseren Ahnenthemen, wenn wir daran denken, dass wir ja immer reinkarnieren, ja, und diese ganzen Traumata, ja auch noch tiefer als unser, was wir vorhin angesprochen haben, unser Geburtstraumata, was geschlechterlos, das wir alle durchleben, ja, und dieses Abgetrenntheit, dass dann auch noch diese Ahnenthemen kommen, gerade in diesem Männerkollektiv, das Kriegstraumata, dass das, ne, und natürlich auch der hart arbeitende Mann. Ich komme hier aus dem Ruhrgebiet, ne, das sind die, teilweise die über unsere Tage hart gearbeitet haben. Da gab es sowas wie Gefühle nicht. Und das schleppen wir auch alles in unseren Inkarnationen hin und her. Und es bleibt auch im Feld der Erde. Ja, alles ist Energie. Vererbt sogar. Und wir haben ein Traumata an sich, jeder Einzelne, und wir haben auch ein kollektives Traumata tatsächlich, ne? Und das ist ganz wichtig. Ja, da können wir gerne nochmal, glaube ich, gesondert, weil es so wichtig ist, nochmal genau darüber sprechen, wie du da dich Stück für Stück rausgearbeitet hast. Bin noch Aber vielleicht dabei. kannst Es ist ein du da laufender noch dabei Prozess. bist, genau. Also dass ich glaube, dass es wirklich so tiefschichtig ist. Also das ist, geht ja weit aus, wie ich es ja gerade angesprochen habe, aus unserem Körper. Wir haben dann noch unser Aura, Emotionalkörper, alle diese tausend Schichten um uns drum.
die auch alle ihre Bearbeitung und Aufmerksamkeit aus energetischer Sicht brauchen. Ja, also man merkt ja, man denkt oberflächlich, man hat jetzt was aufgelöst oder man macht Hoponopo und verzeiht sich für alles, aber dann merkt man, wie du sagst, man dreht sich im Kreis. Es ist noch Nächste ganz wirklich auf, im Kreis. ja, dass es Ja. gar nicht so einfach aufzulösen ist. Es kommt immer wieder, zwar nicht mehr Ja, vielleicht so eben stark. weil es eben nicht über diese mentale Ebene läuft. Das ist zwar alles schön gedacht und sicherlich auch hilfreich auf eine Art, aber um an die wirklich tiefen Sachen ranzukommen, die sitzen da oben gar nicht. Genau, Und das haben wir gerade so wunderschön zusammengefasst, wie braucht wichtig andere es ist. Worte, andere Taten, andere Arten der Herangehensweise, um da überhaupt ranzukommen, weil die das, dieses Mentale, diese ganze Gymnastik mit Affirmationen und allem drum Ja, und dran, ja. Ja, versteht das autonome Nervensystem nicht. Das macht das finde dann ich auch, Fieber. das, ja, da will ich kurz auch einhaken zu den ganzen Affirmationen und was mir auch ganz wichtig ist. Also, wenn man natürlich jetzt auf seinem Bewusstseinsweg ist, dann landet man in bestimmten, ja, Szenen oder hat bestimmte Leute, die einen erzählen und natürlich helfen wollen, wie wir jetzt da rauskommen, dann kommt man zum Thema Affirmationen. Und gut, ich bin jetzt auch schon einige Jahre auf meinem Weg, sagen wir mal, der Selbstheilung, der Selbsterkennung und all diese Dinge. Und ich muss sagen, Affirmationen kann ein bisschen, sagen wir mal, das ist so ganz an der Oberfläche. Affirmationen ist so, dass man irgendwie, ja, man will sich da mit Gewalt was einimpfen, was man vielleicht gar nicht annähernd fühlt, was überhaupt nicht die tiefen Ebenen deines Seins berührt. Genau Ja, also das ist mein Lieber. da wäre ich ganz vorsichtig mit. Das ist ein kleiner Tool, ein kleiner Sprungbrett, so ein bisschen, um sich mental einzuschwingen. Aber das ist nicht weniger als die halbe Miete der ganzen Arbeit. Ja, das ist Genauso so. ist das. Ja, Ja. es ist hilfreich, wenn man wirklich festhängt in so negativen Gedankenspiralen, dass man da ein bisschen Kontrolle reinbekommt, nicht mehr so tief da reinfällt, aber am Ende ist meine Erfahrung, die, dass diese negativen Gedankenspiralen mehr oder minder von allein aufhören, wenn diese tieferen Sachen angegangen und Schicht für Schicht gelöst werden. Genau, also ich glaube, dass, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, so als erste Notfallkoffer ist auf jeden Fall, was wir gerade besprochen haben, erstmal auch wieder das Entspannen, sich wirklich entspannen zu lernen, den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung, sich mal im Alltag auch beobachten, wie fühlt man sich, ne? Ist Ja, man sich das erstmal gestresst? bewusst machen, ja. Genau, sich Wann bin erstmal ich überhaupt. wirklich angespannt? Wann bin ich entspannt? Das wäre, glaube ich, so der erste Ja. kleine, einfache Schritt. Das ist das Erste. Und Genau. wenn es wirklich schwierige Gefühle sind und sie werden kommen, zu 100%, dann ist mein Notfalltipp: Bring das in Bewegung. Mach dir Musik an. Ja, Selbst wenn genau. der gar nicht danach ist, es schüttel dich, tanze, irgendwas. Ja, das muss keinen Anspruch an irgendwelche Ästhetik oder Freude oder sonst was erfüllen. Es geht nur darum, dass du den Körper in Bewegung bringst, dass der in der Lage ist, diese schwierigen Emotionen wirklich zu fühlen und zu verarbeiten. Ja, sehr schön. Da gibt es auch einen Spruch, du musst es fühlen, um zu heilen. You need to feel it. Du hielt, aber Ja, auch da genau. ist dann schon die weiterentwickelte, genau was du sagst, was ich auch selber erfahren habe. Natürlich, wie oft haben wir uns traurig gefühlt? Aber ich weiß es nicht, ich habe dadurch keine tiefgreifende Heilung erfahren. Es ist genau wie du sagst, wenn ich merke, da ist, ich bin jetzt ja in einer ja, schlechteren Stimmung oder irgendetwas macht mich traurig oder Themen kommen hoch, ist wirklich die Bewegung. Das mit Bewegung zu unterstützen, damit es nicht nur gefühlt wird, sondern damit es auch rausgefühlt wird, rausgearbeitet wird, weil sonst Genau, fühlen wir absolut. das durch und durch und es bleibt immer noch dieses, ich habe ja am Anfang dieses Bild wie von einer Momentaufnahme, was stagniert im Körper. Und wenn es nur ein Spaziergang ist oder was auch oft wirklich hilft, wenn man traumatisiert ist oder durch schwierige Zeiten gibt, ist basteln, kreativ sein, Ja, renoviert die Wohnung, ja, also einfach auch, genau, ja. mit dem Ja. Körper
arbeiten, die Emotionen ausdrücken, künstlerisch oder ja, tanzen, wie du gesagt hast. Das ist genau das Thema. Also das ist immer alles ganzheitlich zu sehen. Das ist leider auch Ja, ein Kunst zu sehen. bisschen weichgespült in der sogenannten spirituellen Szene, ne? Also es ist einfach, wir müssen unser ganzes Sein mitnehmen. Ja, wir sind halt auch der Körper, wir müssen uns wieder in den Körper auch richtig verankern, reinfallen lassen. Der Körper wartet eigentlich auf uns, weil wir haben uns alle von unserem Körper eigentlich abgetrennt. Also viele. Dieses Ja, die Körperbewusstsein, meisten. ne? Die Ja, meisten, würde ich sagen. wem ist das wirklich bewusst, dass der Körper ein eigenes Bewusstsein hat und ja, genau zuhört, was man so denkt und sagt, ne? Und ich glaube, die wenigsten ist das bewusst, wie bewusst der Körper eigentlich ist, ne? Ja, Ja. oder auch bei Leuten, die viel sitzen. Genau. Ne? Ja, genau. Da ist Bewegung ganz, ganz wichtig, weil wenn du bloß sitzt und deine Gefühle fühlst, einfach hinsetzen und fühlen. So habe ich das früher gemacht. Das war auch wieder eine Wand, in die ich einfach reingerannt bin oder vor der ich bloß gekreist habe und es nicht weiterging. Du verlierst dich in diesen Gefühlen. Genau. Es ist wirklich so, Ja. es ist sehr wichtig, das in Bewegung zu bringen. Wir sind wirklich für Bewegung gemacht. Ja, wir müssen die weiterschieben. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man dann sogar auch ins Gegenteilige umschlägt, dass man sich an dieses Fühlen der Negativität schon fast ja, gewöhnt und dass man da irgendwie ja, eine Sucht entwickelt, das zu fühlen. Ja? Ja, Also, ja, wie ja. jetzt, du weißt, was ich meine. Ich kann es Ja, noch nicht ganz in Worte. Stresshormone, dann Ja, genau. Adrenalin und Ja, sowas, die ganz machen genau das. süchtig, die machen Das wirklich ist hart körperlich süchtig. genau, Ja. genau. Ja, Ja, das also sind diese deswegen, ja, also ich Trampolinspringer glaube, oder Fallschirmspringer oder so, die sind ja, süchtig nach Adrenalin, genau, ja. ja. Na, also das ist genau der Punkt. Also zusammenfassend habe ich ja gerade schon gesagt, wichtig, wirklich, wirklich wichtig ist, immer alles körperlich zu unterstützen, es auszuarbeiten, ja, weil wir wissen letztendlich, was alles in uns ist. An Traumatisierung, das wissen wir gar nicht. Das wird ja dann durch bestimmte Trigger hochgeholt und erst dann können wir annähernd so ein bisschen erkennen. Aber ich glaube, es wäre auch anmaßend zu sagen, dass man genau weiß, wo Traumatisierung stattgefunden hat. Wir müssen also immer im Dunkeln rumdümpeln Heißt, und es ist auch eine Traumareaktion. Viele Leute, die meisten Leute, haben irgendwelche Lücken in der Erinnerung. ja, Meistens natürlich, in der das Kindheit. liegt dann auch viele. Genau diese Lücken, diese blinden Flecken. Geht dann auch viel Da, ins Ohr. das ist der Moment, wo das Nervensystem runtergefahren hat, einfach rausgeschalten hat aus der Situation, und dann bleibt auch keine Erinnerung mehr. Und da sind die Traumata passiert. Und das ist, ja, psychologisch gesagt, ist das wirklich ganz tief im Unterbewusstsein. Das ist praktisch unmöglich, da mit irgendwelcher mentalen, geistigen Arbeit da anzukommen. Richtig. Ja, da muss der ganze Werkzeugkasten her. Und da haben wir jetzt eigentlich schon was ganz Gutes erarbeitet, ne? Dass man erstmal wirklich in einfachsten Schritten sich bewusst wird, dass man wieder mehr aktiv ist, den Körper, wir benutzen wirklich den Körper zu wenig. Früher waren wir auf dem Feld, haben gearbeitet, wir haben uns ja auch der Wind, die Elemente helfen, auch Energien weiterzuschieben, Ja, ja, wenn oder der raus Wind im so, Sturm. ne? Das sind auch so Geh wichtige mal Sachen. raus im Sturm und spür mal den Wind. Genau. Oder einfach, was auch hilft, wenn du so in so einem, ja, in so ein Tief steckst, einfach mal mit nackten Füßen durch so einen Bachlauf zu laufen und diese Energie dem Wasser auch zu übergeben. Ja? Also dürfen da auch mit der Hilfe der Erde, mit allem arbeiten. Also wirklich ist wichtig, dass man Total. das immer diese Bewegung, weil alles im Universum ist Schwingung. Alles ist Schwingung. Und sobald diese Schwingung stagniert, hängen wir in so einer Dauerschleife. Ich Ja? glaube, die wichtigste und beste Botschaft an der ganzen Geschichte ist, dass obwohl Traumata passieren und so schlimm wie das ist, es ist alles heilbar. So sieht es aus. Und Ja, am ich glaube, Ende mit sehr, sehr einfachen, im Sinne von simpel, ja, mit sehr, sehr einfachen Mitteln. genau. Man Also, da muss. man es erkennt und jetzt, wo wir auch drüber sprechen, das ist auch schon Heilung. Ne? Die Gespräche sind auch Ja, Heilung, weil es Gespräche. wird ja auch ausgedrückt. Ne? Genau, das sind solche Dinge. Ja, wunderbar. Es ist ein tiefes, spannendes Thema. Und ich glaube, da müssen wir noch mal ja, eine Podcast oder noch mal eine Besprechung halten.
zu dem ganzen Thema. Mich würde dann wirklich sehr interessieren, da gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe, was wir jetzt Ja, sehr angedeutet gerne. haben, wie du als Mann damit umgegangen bist oder noch umgehst halt, ne? Und ja, das würde mich auch interessieren. Und ich glaube, so viele andere Männer da draußen auch. Und das ist ein ganz großes Thema, das Ja, wir was wir können eröffnet haben. sehr, sehr tief und sehr viele Sendungen darüber So machen. sieht's aus. Das ist ein sehr Ja, spannendes Thema. ich danke dir erstmal bis hierhin. Ich danke dir. Ja, hat sehr Spaß gemacht und freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen hier bei Zoom. Sehr gerne. Danke, Matthias.